liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher. Fünfter und letzter Teil für heute. Taubnessel hat seinen Namen wahrscheinlich, oder ihren Namen wahrscheinlich, im Gegensatz zur Brennnessel, dass sie nicht sticht und das ist, glaube ich, oder was nicht, keinen Reiz hervorruft, keinen allergischen oder wie auch immer, keinen Brenneffekt hervorruft. Guter Tag heute, es ist heute ein ausgesprochen guter Tag, hat heute schon gut begonnen. Früh aufstehen ist natürlich immer was sehr, sehr Angenehmes und ich habe mir gedacht, ich erinnere noch einmal daran, was ich schon empfohlen habe. Kieselsäuregel. Kieselsäuregel könnte für viele der heilige Gral sein, ja. Punkto Gesundheit. Hier steht Silizium, das Schönheitselement. Schöne Haut, kräftiges Haar, gesunde Nägel. Eine Basis dafür ist ein gesundes und kräftiges Bindegewebe. Unterstützt wird dies durch einen natürlichen Aufbaustoff, das essentielle Spurenelement Silizium. Silizium ist noch, ja kurz, ist unwichtig. Genau. Wenn Sie Silizium einnehmen, tun Sie also etwas für Ihre Schönheit von innen. Ja, das passt. Ich glaube, das könnte ich schon mal sehr gut tun. Und hier eben zur Kräftigung des Bindegewebes bei schwachen Sehnenbändern welker Haut und zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln dünnen brüchigem Haar. Ja, das Fläschchen hat 12,20 Euro gekostet. Ich kriege keine Provision, keine Angst. Und würde diese Flasche statt 12,20 Euro 112 Euro kosten, naja, dann wäre Werbung, dann wäre es ein super Renner, ja. Also dann würden die Leute verrückt danach sein. Wahrscheinlich, wenn es 200 Euro kosten würde, dann würden sie noch mehr verkaufen. Das ist halt leider die Psychologie. Wenn etwas günstig ist, sagt man, es ist billig, ja. Okay, der Preis von 12,20 Euro, der stimmt nicht mehr. Ich habe nachgeschaut heute, 12,32 Euro, also 12 Cent mehr. Ja, das ist halt, jetzt müsst ihr wieder rechnen können, ist heute schwierig. Sind das 12 Cent, ist das 1%, oder? 1%, 10% wären dann 1,20, ja, das könnte hinkommen. Also damit kann man in etwa leben. So eine Flasche soll nach 4 Wochen aufgebraucht werden, weil dann würde sie angeblich verderben. Ich kann mich erinnern, ich hatte das mal vor vielen Jahren, vor Jahrzehnten, und da ist tatsächlich Schimmel entstanden, ja. Also sollte man dann wirklich relativ bald aufbrauchen. Bin neugierig, wie das bei mir wirkt. Ich habe meinen ersten Löffel heute schon eingenommen, wobei ich aber auch ein bisschen Magnesiumpulver dazu genommen habe. In Kombination soll das nämlich zur Calciumbildung beitragen, gemäß eben Dr. Kervran, wegen der Elemente-Transmutation sozusagen das große Geheimnis. Warte, die holen wir hier herein, sonst werden sie beim Nachbarn kopiert. Ja, das ist das große Geheimnis der Chemie, welches uns halt so gerne vorenthalten wird, wo man sagt, ja, die Elemente sind starr und steif und bleiben für immer so. Dem ist natürlich nicht so. Aha, wen haben wir da? Na, sowas. Hallo. Mahlzeit. Ja, es ist Zeit, die Jahreszeit des Blütenstaubes. Sehr, sehr schöne Zeit, sehr, sehr, ja, interessant, liebevoll. Die Wärme geht noch und ich wollte heute über das Thema Angst sprechen. Angst ist ein starkes Gefühl, welches demjenigen oder derjenigen, die Angst empfindet, schadet und denjenigen, die diese Emotion ausnutzen können, nutzt. Ja, das ist eine hochphilosophische Aussage, aber genau genommen stimmt sie. Ja, genau genommen ist es richtig. Angst hängt zunächst einmal grundlegend, ja, mit realen Gefahren zusammen. Also unsere Vorfahren, unsere weit zurückliegenden Vorfahren, wo man noch die Steinzeit sagt, ja, die Steinzeit war in Wirklichkeit eine Holzzeit. Unsere Steinzeitvorfahren haben in Holzhäusern gelebt, hatten Holztische, hatten Holzbänke, hatten Holzlöffel. Also sie haben sehr viel Holzwerkzeug gehabt, die waren nicht so, wie wir uns
uns das dargestellt wird, dass sie sozusagen in den Höhlen mit Bärenfellen über den Schultern gegrunzt haben. Na, dem war nicht so, es war eine Holzzeit. Ja. Wir werden ja natürlich immer falsch informiert. Ja. Kann sein, dass es irgendwann Höhlenbewohner gegeben hat, kurzfristig, und zwar, wir wissen ja, wegen der Eiszeit, wenn die Dinge sich sehr, sehr schwierig entwickelt haben, aber ich wollte nicht von der Eiszeit reden, das weiß ich schon, wenn wir jetzt unsere Vorfahren zurückversetzen, uns dort in diese Zeit zurückversetzen, große, riesige, ausgedehnte Waldgebiete und im Wald von mir ist eine Begegnung mit einem Bären oder Wolf, weiß ich nicht, ob das so wahrscheinlich war, der Wolf war ja doch eher ein Flüchter vor den Menschen, aber Begegnung mit einem Bären, das war eine reale Gefahr und hier Angst zu haben, ist logisch. Das ist ja sozusagen diese Kampf- oder Fluchtreaktion. Der Bär hat sicherlich nicht im Sinne, Menschen anzugreifen, weil sie nicht in sein Beuteschema passen, aber er fühlt sich von ihnen bedroht. Deswegen wird er sich auf seine Hinterpfoten stellen und eine große Drohgebärde, vielleicht auch einen Schrei ausstoßen oder er wird, wenn er sich sicher fühlt, im gestreckten Galopp dem menschlichen Wesen entgegenkommen. Daher kommt wahrscheinlich auch der Begriff des Entgegenkommendseins. Und hier hat man dann die Wahl, Kampf, Flucht oder die dritte Variante wäre dann Katalepsis, also dieses Erstarren. Kommt auch vor, dass jemand starr vor Angst oder starr vor Schreck wird. In unserer heutigen Zeit ist die reale Bedrohung seltener geworden. Gut, ja, okay, jetzt kannst du sagen, seit 2015 haben wir endlich wieder reale, analoge Bedrohungsszenarien, das stimmt, das ist richtig, aber trotzdem ist ein Großteil unserer Bedrohungsszenarien, unserer angstverursachenden Erlebnisse virtuell. Also das bedeutet, oder gedanklich, ja, muss nicht nur virtuell sein, man kann ja auch eine Zeitung nehmen und auf der Schlagzeile steht drauf, Katastrophe, ja, Katastrophe in, ich weiß es nicht, irgendwo, ja, Katastrophe in irgendwo, irgendwer ist da schwer verunglückt, bla bla bla. Und was passiert? Sofort im Unterbewusstsein, du kannst das testen, da gibt es auch, glaube ich, NLP, wunderschön, kann das auch herrlich nachweisen. Ich tue immer Energie testen und du kannst zum Beispiel die Wirkung des Wortes Katastrophe überprüfen. Und du wirst sehen, nur wenn du das Wort hörst, wird dein Energiefeld hinuntergehen. Und das ist ja der Trick dabei. Der Trick ist es, sozusagen mit Worten eine Art einen Energiezusammenbruch hervorzuführen, auszulösen. Und das ist sozusagen die Arbeit des Systems. Dieses System arbeitet permanent mit Ängsten, Ängste aller Art. Ja. Es wird zum Beispiel eine Angst hervorgerufen durch eine Aktion. Ja. Jetzt ist zum Beispiel irgendein Produkt ist 20% billiger, aber nur für 2 Tage. Ja. Für 2 Tage 20% billiger. Das heißt, das erzeugt Angst. Angst, dass man dieses Produkt nicht bekommt. Das ist die Psychologie sozusagen, mit der halt gearbeitet wird. Aber Ängste werden auch auf anderen Gebieten geschürt. Dass man zum Beispiel Hausnummer, irgendwelche Sicherheitsprodukte verkaufen möchte oder was es auch immer ist. Ja? Aber real betrachtet haben in deinem Leben 80, wenn nicht sogar 90% aller Ängste keinen realen Hintergrund. Du erinnerst dich vielleicht noch an diesen hochinteressanten, grandiosen Film Wag the Dog. Und hier geht es darum, dass eben ein medial inszenierter Krieg, in dem Fall in filmisch in Albanien, sozusagen den Leuten präsentiert wurde. No. Oh je, jetzt hat sie wieder ihre narrischen 5 Minuten. Ja, was ist denn los? No, was hast du denn? Hallo, Tag. Na, wo versteckst du dich denn? Ja, ja, ja. Na, du bist ein obersüßes Wesen. Bitte stillhalten. No. Hallo. Oh je, jetzt ist sie wieder eine Etage höher. Gut, danke für die kurze Einlage. Ist immer wieder sehr erfreulich. Ich weiß nicht, warum die auf einmal so einen Anfall kriegt, aber das hat sie hier und da. Da hat sie das Bedürfnis, sich irgendwie zu artikulieren. Vielleicht bin ich hier im Weg, vielleicht störe ich sie, das kann auch sein. Ja?
Und dieser Film Wag the Dog war doch, würde ich sagen, ein Meilenstein. Ein Meilenstein sozusagen für all jene, die immer schon das Gefühl hatten, sie machen uns großteils nur etwas vor. Also das heißt, hier wurde medial ein Krieg erschaffen, den es niemals gegeben hat. Ja? Also der rein mediale Krieg. Jetzt könntest du sagen, theoretisch wäre es doch möglich, dass es auch andere ähnliche Ereignisse gibt. Das muss jetzt kein Krieg gewesen sein, ja? Aber dass es auch ähnliche, andere mediale Inszenierungen gegeben hat. Ja? Bin ich mir sicher, dass es, also ich meine jetzt nicht mit einem Krieg vergleichbar, aber andere Inszenierungen wie zum Beispiel, dass eine Brücke einstürzt. Einfach so. In Wien zum Beispiel, wann war das bei uns? War das 1986 oder ich weiß nicht, 82, bitte, in Wien die Reichsbrücke. Die Reichsbrücke ist an einem Sonntag in der Früh ohne Belastung einfach eingestürzt. Die war traurig, die Reichsbrücke war traurig und ist einfach eingestürzt. Gut, ich meine, das hat jetzt mit Angst mache ich jetzt eher weniger zu tun, sondern hier geht es um saftige Provisionszahlungen, weil die Brücke gesprengt wurde. Aber das ist nur so ein Detail am Rande, das haben etliche Spaziergänger berichtet. Sie haben gesagt, sie haben zahlreiche Explosionen so bum, 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 bum gehört. Ja. Aber die wurden ja nie zu Wort kommen gelassen. Das heißt, die hat, no, ich habe es gewusst, hat sich hinaufgearbeitet. Es gibt genug andere Inszenierungen, ja, von denen wir sehr stark vermuten, dass sie ebenfalls, wenn es besonders medienwirksam ist, ja, bei der Reichsbrücke war es halt so, dass man das sehr gerne unterm Tisch gehalten hätte, weil am Sonntag um 5 Uhr in der Früh ist es eher unüblich, dass eine Brücke einfach so und so perfekt einstürzt. Aber wie gesagt, damals hatte man noch nicht diese Verdachtsmomente und diese Skepsis, die man heute an den Tag legt. Heute würde ich sagen, egal was passiert, der erste Verdacht, den ich habe, es ist eine gefakte Aktion, es ist eine selbstinszenierte Aktion. Das ist, ich meine, glaube ich, da sprechen wir, glaube ich, mit einer Zunge oder sprechen wir dieselbe Sprache. Ja, wo bist du denn? Na, no. Sowas. Na, da ist jemand. Ja, na klar, da muss ich dich ja gleich auf Bild bannen. Hallo. Darf ich vorstellen, unsere Gesangsamsel. Ja, na bitte. Na, no. Jetzt hat sie die Möglichkeit und hat das Angebot abgelehnt. Also da soll sich mal noch jemand auskennen. Gut, dann halt nicht. Und die Ängste hängen immer mit Gedanken zusammen. Stell dir mal vor, du lebst, das muss jetzt nicht auf einer Insel sein, aber irgendwo auf einer Alm, ja, auf 700, 800 Meter Seehöhe oder 900, wo halt so Almen so sind. Ja. Und du lebst dort oben. Du schaust dort immer wieder runter ins Tal, du hast einen sehr ruhigen Tagesablauf. Ich weiß nicht, du machst halt dort oben, was du machst. Du meditierst viel, du schreibst von mir irgendein Tagebuch oder was es auch immer ist. Du hast kein Radio, du bekommst keine Zeitung, du hast kein Fernsehen, du hast kein Internet, du hast gar nichts. Ja? Nichts. Kein Handy, null. Und du lebst dort oben glücklich. Du bist zufrieden. Du bist in deiner kleinen Welt dort glücklich. Du weißt zum Beispiel gar nicht, welche Produkte du vermisst. Ja? Kennst du nicht. Oder zum Beispiel, du weißt nicht, dass jetzt irgendwo in Südamerika irgendein, wie damals in Chile zum Beispiel, ein Grubenunglück geschehen ist. Das weißt du nicht. Und das hat bei dir dort oben auf der Alm keine Bedeutung, oder? Es ist zwar schlimm, tut dann leid, ja, wenn es den Menschen dort nicht gut geht, aber oder sie in Not sind, aber letztendlich ist der wurscht, weil du weißt es nicht, ja? Und genau so könnte es auch laufen wie früher. Die Menschen haben ein friedliches, aber bescheidenes Leben gelebt. Ich will nicht schon wieder die alte Zeit idealisieren, weil das steht mir fern, aber die haben es auch nicht leicht gehabt, die haben eben andere Probleme gehabt, aber sie waren doch körperlich sehr stark in ihrer Kraft, weil sie eben sich nicht viele Sorgen gemacht haben. Übrigens, Sorgen machen erschöpft auch in schwerem Ausmaß. 100 Milliarden Gehirnzellen fordern natürlich auch ihren Tribut. Also das heißt, da muss man, wenn man oft in Ängsten und Sorgen ist, dann braucht man natürlich viel Schutz. Und wer in Ängsten und Sorgen ist, braucht halt viele
Also viel Nahrung. Und wer in Ängsten und Sorgen gefangen ist, braucht halt viele Schutzmaßnahmen, Vorkehrungen. Man muss alles Mögliche. Und wenn dann der eine Nachbar die Mauer hochzieht, dann zieht der andere die Mauer noch höher. Dann, wenn da, ich weiß nicht, irgendwelche Metalljalousien, Sicherheitsjalousien angebracht werden, braucht es der Nachbar auch. Also das ist etwas, was sich gegenseitig dann wunderbar konsumträchtig hochschaukelt. Wofür brauchen wir Ängste? Für gar nichts. Ja. Wir brauchen sie nicht. Sie bringen überhaupt nichts. Wie gesagt, sollte dir im Wald ein Bär begegnen, dann hast du Fug und Recht auf deiner Seite, ängstlich zu sein. Das ist eine reale Angst. Aber alles andere, mit denen wir hier konfrontiert sind, sind immer nur Gedanken, Gedanken, Gedanken und Gedanken. Letztendlich ist es die Astrologie auch. Astrologie ist auch sozusagen so ein bisschen auch mit Angst besetzt. Ja, gar keine Frage, gar keine Frage. Ich versuche das deswegen auch immer ein bisschen heiter rüberzubringen, weil es ist ja nur eine Sichtweise. Es heißt ja noch lange nicht, dass es so kommen muss. Das Anhalten der Gedanken, ja, das Anhalten der Gedanken ist im Schamanismus, würde ich sagen, Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Systems. Ohne dem Anhalten der Gedanken würde Schamanismus unmöglich funktionieren. Würden die ganzen meditativen Systeme, diese ganzen fernöstlichen Praktiken, auch wenn sie nicht Tantra, ich meine zum Beispiel Aikido oder, naja, Aikido ist vielleicht gut, es ist so, den anderen aus dem, wie sagt man, den anderen mit seinem eigenen Schwung sozusagen besiegen, aber zum Beispiel Kendo ist der Weg des Schwertes. Fällt mir jetzt nichts Passendes ein, aber egal was es ist, ja, ich will es nicht zu sehr auf Kampfsport bringen. Ja. Egal was es ist, bei den fernöstlichen Wegen geht es um den Weg. Ja. Es geht nur um den Weg. Und irgendwann, wenn du verstanden hast, um was es geht, erkennst du, dass der Weg gar kein Weg gewesen ist, sondern dass es nur ums, ja, nicht um die Pantoffeln, sondern dass es jetzt nur ums Hier und Jetzt geht. Ja. Es geht nur um das Hier und Jetzt, um das Erwachen im Hier und Jetzt. Der Weg ist ja nicht das Ziel, ja? Auch wenn es heißt, der Weg ist das Ziel. Nein, das Ziel ist die Erleuchtung. Du gehst den Weg so lange, bis du erkennst, dass es keines Weges bedarf. Ja? Also es ist, ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert. In der Einfachheit ist es kompliziert. Wie gesagt, Schlussfolgerung aus dem ganzen Geschwurbel: die Anzahl der Informationen minimieren, ja, klein, wenig, ja, immer weniger. Von außen, die Informationen von außen. Wenn du ein Buch liest, das ist in Ordnung, das ist wieder was anderes, dann baust du dir selber eine Fantasiewelt auf. Oft in, mir ist es immer so gegangen, ich habe da immer Bilder, ich lese in Bildern, ja, ich lese und dann sehe ich schon diese Szenarien vor mir. Also, wie gesagt, ich bin ein sehr optischer Mensch. Und genau. Nicht nur die Einflüsse von außen weniger werden lassen, sondern auch von innen. Das heißt, die Gedanken. Die Anzahl der Gedanken reduzieren. Hier wieder ein probates Mittel. Zunächst einmal die eigenen Gedanken beobachten. Die Atmung verlangsamen. Und wenn du kannst, also das heißt beim Autofahren nicht empfehlenswert, die Augen schließen. Augen schließen hat sich immer als sehr, sehr schneller Alpha-Macher herausgestellt. Also wer die Augen schließt, kommt relativ schnell in eine Harmonisierung der linken und rechten Gehirnhälfte. Ja, ja, schon klar, dass sie das Corpus callosum, also die Brücke zwischen linken und rechten Gehirnhälfte, dass sie die natürlich über die ständige Übersäuerung massiv manipuliert haben. Es gibt tatsächlich Menschen, die nicht zur Ruhe finden können. Aber das weiß man. Das weiß man. Gut. Wir wollen nicht nur im Osten Frieden haben, sondern wir wollen auch die Ansteckungsgefahr sozusagen, die braucht. Ja, dort soll Frieden kommen und hier soll Frieden bleiben. Ja.
Ich versuche jetzt das Wort nicht rauszuhalten. Ja? Und um 19.50 Uhr bitte wieder ein paar Minuten Frieden. Mögen Sie sich die Hände reichen, mögen sich alle Truppen sozusagen irgendwohin verschüssen, also verschwinden, und mögen die Leute dort wieder in Frieden leben. Ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt das Gebot der Stunde, weil wenn du herumschaust, es wird massiv gezündelt. Ja, massiv gezündelt, und hier braucht man viele Menschen. Ja, also das heißt, auch wenn du Freunde hast, Verwandte oder wer auch immer, die auf unserer Seite sind, bitte sag ihnen, sie sollen auch immer wieder sozusagen sich auf Frieden konzentrieren. Und Frieden bedeutet auch selber während des gesamten Tages friedliche Gedanken aussenden. Ja, das heißt, dass wir so etwas gar nicht hier in unser Leben hereinrufen, eben über Ängste, weil ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum dort drüben etwas inszeniert wurde, um hier weltweit Ängste zu schüren und dann auch Zukunftsängste, weil man dann sagt, ja, kein Öl, kein Gas, kein dies, kein jenes, kein das, kein Getreide und so weiter, und klar, furchtbar und schlimm. Okay, mag sein, kann sein, dass das so kommen wird, ich weiß es nicht, aber wir kennen hier nur diesen Moment. Wir kennen hier nur diesen Moment, schau mal den Baum an, ich glaube, es ist eine Lärche, gell? Ich könnte diesen Baum theoretisch, werde ich nicht machen, ja, bitte Vergebung, lieber Baum, wenn ich diesen Gedanken hege. Ich wollte nur sagen, ich könnte diesen Gedanken heute umschneiden. Ist nicht so groß, ist kein Problem, der schnell entastelt, ist schnell weg. Ja? Könnte ich machen. Glaubst du, dass dieser Baum jahrelang Angst davor hat, umgeschnitten zu werden? Nein. Der Baum lebt bis zu seinem letzten Tag als Baum. Er kennt die Ängste nicht, die wir haben. Und das hat er uns voraus. Obwohl Bäume laut Schamanismus ein Energiefeld haben, welches dem Menschlichen ähnlicher ist als das von Affen oder Delfinen. Also ganz interessant. Sehr, sehr, sehr interessante Sichtweise. Also sozusagen der Gedanke vom Bruderbaum ist gar nicht so abwegig, oder Schwesterbaum, je nachdem, wie du möchtest. Gut, das war's wieder für heute. 19.50 Uhr, paar Minütchen. Liebe, Harmonie, Frieden. Und wenn du bei diesen Positivbildern immer in die Freude gehst. Ja, wenn du in die Freude gehst, dann schaltest du den Turbo zu, das heißt Faktor 5000. Ja. 5000 Mal ist die Energie stärker, weil sie vom Herzen herkommt, weil du das Herzchakra aktivierst und nicht nur oben das Oberstübchen. Ja. Also das ist der Schmäh, das ist der Trick, warum man eben in die Freude gehen sollte. Gut, habe ich ausreichend erzählt. In dem Sinne, alles Liebe, großartigen Tag noch, dein Astrowolf. Ende.